Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Oh Leute, ne? Boah, ich hatte gerade richtig Probleme mit dem PC. Ich war jetzt ungefähr eine anderthalb Stunden, hab den versucht wieder ins Laufen zu kriegen. Jetzt läuft's wieder. Ich brauche dringend einen neuen PC. Ich musste auch GeForce Experience komplett neu installieren. Die Kachel löschen und alles. Clean Neuinstallation. Haben noch ein paar andere Sachen gelöscht, die so beim Booten stören könnten. War ich mir nicht sicher. Ja, ich hoffe, jetzt läuft's erstmal. Ich könnte mir zwar direkt jetzt einen neuen PC gucken. Ich gucke immer wieder mal bei Alienware rein. Ich hole mir ja immer Alienware PCs. Stell mir da den neuesten zusammen, wie ich es gern hätte. Könnte ich mir leisten. Will ich aber noch nicht. Denn dann hole ich mir den jetzt, dann kommt er dann in einem Monat an, geil, neuer PC, 2 Monate später kommt neue Grafikkartengeneration. Scheiße. Ja, die ist ja für, was war das, 5. Januar, ist ja die neue angekündigt oder geleakt, weiß ich gar nicht genau, ich habe da zumindest was gehört. Deswegen will ich eigentlich warten, bis die neue Generation da ist. Man merkt auch, dass auch die anderen Sachen auf die neue Generation warten. Da hat sich jetzt so, ja, seit einem halben Jahr gucke ich immer wieder mal nach, ob sich irgendwas verändert hat, aber nee. Ja, noch ein anderes Problem. Ne, ihr kennt's alle. Man hat ja nie Zeit, aber so viele geile Spiele, ne? Ihr könnt mal selber sagen, ne? Jetzt die Leute, die RimWorld gucken, was ist euch lieber? Im Moment kommt ja jeden zweiten Tag RimWorld. Ich würde aber gerne noch Satisfactory, ist ja jetzt Full Release. Würde ich gerne auch Let's Playen. So richtig jetzt mal, ne? Mit Full Release und so. Also auch ein längeres Projekt. Mit RimWorld zusammen kann ich 2 Projekte starten. Das Problem ist, es ist ja jetzt auch von Factorio Space Age der DLC gekommen. Das will ich auch Let's Playen. Ist auch ein Langzeitprojekt. So, jetzt muss ich mich entscheiden. Mache ich entweder eins von denen oder ich mache alle 3 mit RimWorld. Das sind ja alles 3 Langzeitprojekte. Aber dann mit habe ich überlegt, als Alternative, dass es immer 3-Tage-Wechsel ist. Das heißt, ein Tag RimWorld, dann Satisfactory, dann Factorio, dann wieder RimWorld. Dass ich auch nicht diese Doppelbelastung habe. Das würde zwar heißen, dass es immer erst am 3. Tag weitergeht. Also für Leute, die dann nur ein Projekt gucken, ist das dann scheiße. Für mich zum Aufnehmen wäre das aber akzeptabel. Und dann hätte man auch nicht mehr diese Doppelbelastung, weil viele von euch, weiß ich ja, die haben gar nicht die Zeit, alles zu gucken, würden aber gerne mehrere Projekte gucken, können es aber nicht, weil im Moment kommt ja dann teilweise 2 oder 3 Projekte pro Tag. Das würde ich gerne langsam mal wieder so ein bisschen reduzieren, weil es einfach too much ist. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht andere Zeiten, ne? Also bis jetzt, es kommt ja alles um 0 Uhr raus. Und es überlagert sich dann ja mit den anderen. Ich habe vielleicht überlegt, wenn ich so Doppelprojekte habe, kommen manche um 12 Uhr und manche um 0 Uhr. Dass sie nicht gleichzeitig kommen oder so. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Da würde mir aber gerne mal eure Meinung, wäre mir da auf jeden Fall wichtig. Ne? Also wenn ihr da eine Meinung habt, schreibt bitte einen Kommentar oder so. Wir können auch gern ausprobieren, dass wir mal einen Monat das probieren. Das habe ich ja auch immer mit den Folgenlängen gemacht. Ich habe auch schon andere viele, Norland wollte ich zum Beispiel auch machen. Ich hatte alles vorbereitet. Ich habe eine Playlist erstellt, ich habe Kanal eingestellt, ich habe Thumbnails schon erstellt. Ich hatte alles vorbereitet für Norland. Dann habe ich mir nochmal da die Dings angeguckt und da waren sehr viele unzufrieden und dann habe ich das erstmal auf Seite geschoben und hab's jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit gecancelt. Also, dass ich wahrscheinlich doch nicht aufnehme.
Weil einfach zu viele andere geile Spiele sind. Ich muss auch immer noch Hero 6 fertig machen. Danach ist, aber Hero 6 ist nicht das Problem, weil das mache ich immer, wenn ich Zeit habe. Das habe ich so viel vorproduziert. Da mache ich wieder, wenn ich Urlaub habe und wirklich Zeit habe, knalle ich das rein, mache es fertig. Dann genau mit Hero 7. Nach Heroes kommt Age of Empires 1 Definitive, dann 2 Definitive, dann 3 Definitive. Das steht auch fast. Age of Empires 4 werde ich wahrscheinlich nicht machen. Das hat mir nicht gefallen. Dann habe ich aber noch andere Spiele, so Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wird dieses Forever Skies oder Forever Skies fertig. Also auch Full Release, das wollte ich dann auch aufnehmen. Ah, so viel, einfach so viel. Dann will ich jetzt auch noch Vampire Survivor und Kingdom Two Crowns eigentlich mal auf 100% machen. Weil ich bin immer so, ah, ich mag das nicht, ne? Ich habe richtig Bock auf Kingdom Two Crowns. Ich habe das ja letztens auch gestreamt. Und will die dann so auf 100% machen. Fühl aber kein Let's Play. Für Kingdom Two Crowns. Ich nutze das dann eher, weil ich bin auch, ich habe ja immer so auch YouTube-Videos, die ich gern gucke. Und da bin ich natürlich auch irgendwie Tage im, hänge ich zurück. Das ist echt krass, ne? Wenn du einmal irgendwie weg bist, so für ein paar Tage, die Welt dreht sich weiter, ne? Du verpasst alles so. Das ist echt krass. Ich will aber auch nicht irgendwie so zurücktreten, so, ne? Will ich auch nicht. Oh, der Ambrosia kommt langsam raus. Aber das ist halt der Nachteil beim Erwachsensein, ne? Vor allem muss ich mir dann auch noch Zeit nehmen, teilweise jetzt, ich kann ja meine Zeit nicht nur in die Videos stecken. Ich muss mich auch ums Haus kümmern und hab andere Sachen und dann muss ich das noch machen und dann würde ich auch noch nicht jünger, ne? Das heißt, jetzt kommen dann auch öfter noch Beschwerden dazu und ich muss dann zum Arzt oder so ein Blödsinn. Das geht mir ja mega auf den Piss. Ah. Ich habe auch überhaupt keine Zeit irgendwie mal so. Finde ich aber nicht schlimm, das mache ich. Habe ich so ein bisschen eingetradet, ne? Weil eigentlich müsste ich langsam mal anfangen, hier mal richtig zu daten, so. Weil ich bin ja jetzt auch schon 31. So Frau fürs Leben zu finden, aber da habe ich im Moment absolut keinen Nerv für. Und auch kein Geld. Weil ich im Moment auch noch nicht so die Einstellung habe, dass ich wirklich jetzt so eine Partnerin brauche oder so, ne? Also irgendwie fühle ich das im Moment nicht. Aber das kommt wahrscheinlich eh, ne? Dann läuft ihr dir irgendwann über den Weg und dann ist man eh blind vor Liebe und sowas, ne? Aber im Moment fühle ich es gar nicht. Deswegen bin ich auch überhaupt nicht auf der Suche. Aber ich habe eh die Einstellung, das kommt von allein oder halt nicht, ne? So, wir brauchen mal hier ein bisschen Wasser. Mach mal bitte. Das hat funktioniert, ne? Hört ihr das eigentlich? Dieses Düpp, Düpp? Ich mach's nochmal. Habt ihr das gehört? Dann schalte ich immer in VoiceMod das Mikro auf. Das mache ich manchmal, wenn ich huste. Habt ihr das gehört? Ich habe nicht gehustet, aber ich habe komische Geräusche gemacht. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Das war peinlich.
So reden wir übrigens auf der Arbeit, falls ihr es doch gehört habt. Sehr primitiv. So, wird Zeit, dass der andere Raum mal fertig wird. Aber wir können ja schon mal... Nee. Wenn, dann machen wir es jetzt auch richtig hier, ne? Wenn, dann auch richtig. So, Essen sieht immer noch schlecht aus. Selbst wenn Bloody permanent am Dingsen ist. Aber der Reis wird langsam fertig. Wir können noch mal ein paar Früchte hier ernten. Okay, die Kräutermedizin muss auch langsam mal rein. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Das ist einiges an Holz. Es wird Zeit. Was liegt denn hier? Wieso liegt hier ein Revolver? Wer hat den Revolver abgelegt? Hä, was ist mit ihm passiert? Ach, der hat eine starke Lebensmittelvergiftung. Okay, ich werde wieder hier die Abfallzone machen. Genau, trag den Blödsinn erstmal rein. So, Avia, kannst du irgendwas machen? Avia ist auf jeden Fall am besten in Medizin. Deswegen machen wir mal bei Bloody den Arzt raus. Haben wir noch was zum Auffüllen? Ja, sonst wird's kalt. Die Stimmung von Avia sieht auch relativ gut aus. So, kann aber einer die Waldarbeit übernehmen vielleicht? Ah shit, das muss er machen. Das heißt, essenstechnisch ist gerade scheiße. Wir springen mal zum Ort, bevor wir annehmen. Sozial. Noch einen Überpartner. Armee des Spiritus. Sklaverei. Ehrenhaft. Ja, super, ey. Fragil, freundlich, nervös. Also jetzt noch einen Überpartner. Brauchen wir im Moment nicht. Wir haben keine Nahrung, deswegen würde ich sagen, lehnen wir ab, oder? Aber wobei, zwei Soziale zu haben, ist schon praktisch. Aber wir müssten ihn durchfüttern. Wenn wir zwei Soziale hätten, dann könnten die sich auch gegenseitig beruhigen. Und wir hätten zwei für Therapie. Aber wir haben kein Essen. Wir lehnen ab. Es tut mir leid. Stammeskleidung aus Menschenhaut. Stört ihn zum Glück nicht. Dass er sich überhaupt nicht bewegen kann, ne? Ist ein bisschen scheiße. Okay, der Reis müsste so langsam durch sein.
Hör mal, könntest du vielleicht bitte erstmal den Apfelbaum machen? Ich weiß, die Entspannung ist sehr niedrig, die Stimmung ist kacke. Aber Avia muss auch noch was essen. So, ich finde, du hast genug, bist genug spazieren gegangen. Wobei, wenn die Entspannung hoch ist, vielleicht. Genau, plus 5, das ist schon mal gut. Beitritt abgelehnt, ja. Was soll ich sagen? Das stimmt. Es ist zum Glück nicht so kalt geworden, dass gar nichts mehr wächst. Sonst hätten wir echt ein Problem. Dann müssen wir jagen gehen, permanent. Hier ist ein Kirschbaum. Und es ist auch nicht so kalt geworden, dass die kaputt gehen. Eine Kältewelle wäre jetzt furchtbar. Aber die kommen nachher bestimmt mit einem Angriff oder so. Und dann habe ich wieder Arschkarte. Oh, guck mal, der Forschungstisch. Kann ich den irgendwie nach drinnen setzen? Ich hätte Platz. Die müssen ja nicht draußen in der Kälte sein, ne? Genau, hol mal die Kirschen. Perfekt. Braucht man einen Mod, dass der hier automatisch mit weggecuttet wird? Also ich meine, wenn man den Stumpf ja da lässt, dann wächst der nicht automatisch direkt ein neuer raus, sondern der verschwindet, glaube ich, einfach nur, ne? Guck mal, er trägt. Er könnte Nahrung machen. Macht er auch. Dafür holt er extra die Kirschen. Ey, Sekunde, wir können dem ausziehen. Einmal bitte entkleiden. Oh, Sekunde, das wird die Fraktion verärgern. Warte. Wessen Fraktion gehört der denn an? Ah, mit denen bin ich neutral. Wir können ihn... Wir können aber... Ah, scheiße, aber dann fütter ich ihn ja doch durch. Wenn ich ihn jetzt rette. Ich habe den Quest nicht gemacht, aber der haut ja nicht ab. Der würde dann ja wieder hier 27 Tage da liegen. Dann bringt das nichts. Dann hätte ich ihn noch annehmen können. Phoebus Sturmgewehr. So, wir haben ein bisschen Medizin. Schlafen speeden wir mal durch.
So, damit hätten wir auch die Lagersachen jetzt. Aber immer noch nicht genug Holz für diese Teile hier. Doch, wieso baut denn Avia nicht da dran? Habe ich hier Quality-Bilder, dass es nur der Beste macht? Aber ist Avia nicht besser als Bloody? Ah, fast. Alter, Avia steht auf ihn drauf. Avia wird ihn aber noch überholen, wenn sie hier die ganze Zeit jetzt glättet. Wir haben ein richtiges Problem, sollte er weggehen. In wie vielen Tagen? In 21 Stunden. Scheiße, so früh geht der. Weil wir haben keinen, der dann hier Feldarbeit macht. Also wir kriegen auf jeden Fall nicht den Bonus hin. Die könnten wir vielleicht verkaufen. Zumindest die Prestige-Sache. So, ich hoffe, er macht den Keks. Weil die halten zumindest ein bisschen länger. Warte, über Linsen haben die sich unterhalten. Über Jacken. Aber dank dem Reis haben wir jetzt zumindest wieder ein bisschen Essen. Die Frage ist, wer übernimmt die Feldarbeit? Man muss Bloody übernehmen. Und kochen? Muss auch Bloody übernehmen, scheiße. Ich setz mal das Fischen runter. Avia baut jetzt. Aber ist leider nicht gut genug. Schade. No, koch alles zusammen. Solange du noch bleibst, unser guter Koch. Wäre noch gut, wenn er es noch schafft, wieder anzupflanzen. Okay, jetzt versucht er zu kochen. Ich meine, an Keksen kann er nicht viel falsch machen, oder? Aber mit null kochen? Es dauert zumindest Ewigkeiten.
So, wie viele Punkte gibt das? Ah, nicht sehr viel. Scheiße. Vielleicht sollte ich mir auch, wenn ich einen neuen mache, eine Doppelflamme in Pflanzen und Kochen geben, um das Überleben zu sichern. Und dann kann ich noch eins nehmen. Ah, Shuttle. Sekunde, hast du noch irgendwas dabei? Kann er nicht droppen. Tschö, es war nett mit dir. So, die müssen wir auf jeden Fall schnell reintragen. Weil die sind sehr viel wert. Die kann ich dann verkaufen. Die Prestige-Rüstung machen wir auch, dass sie nicht getragen wird. Die wollen wir wirklich verticken. Die Speerrüstung könnt ihr ruhig anziehen. Wäre mehr was für Bloody, aber der hat auch schon eine Speerrüstung. Guck mal, sogar Avia zieht die jetzt an. Was bringt denn der Effekt? Dunst, Schülerdunst. Der Lerneffekt, okay. Und Tierzähm. Ich glaube, es wäre tatsächlich besser, wenn Bloody die anziehen würde, weil der muss ja Sachen lernen. Dann machen wir die Erzwingung auch raus. Oh, guck mal, er braucht ein Reis mehr. Jetzt muss ich ihm auch die Waldarbeit wieder geben. Scheiße. Ja gut, es wäre nicht besser mit meinem, ne? Der hat ja auch überall Dings, keine Hingabe. Ich meine, die könnte zwar Messer machen, aber so viel Stahl haben wir nicht. Da müssen wir ein bisschen Stahl abbauen noch. Pech haben, breitet sich das aus, weil der Regen nicht kommt. Oh, es hat sich selber gelöscht. Ah, sehr gut, der hat das hier weggemacht. Ach, das breitet sich nicht weiter aus. Die Truthenne war richtig nice. Der hat das hier weggefuttert, dass ich es nicht ausbreiten kann. Ach shit, aber hier. Okay, hier müssen wir mal jetzt cutten. Wir müssen das... ich lösche das nicht, wir dämmen einfach das Gebiet ein. So, wir dämmen hier ein, dass das nicht so weit überspringen kann.
Schnell, du musst eindämmen. Er fängt schon an zu löschen. Okay, hier müssen wir... Die beiden löschen wir. So, weil ich jetzt hier den Cut-Befehl gegeben habe, wollen die halt löschen. Ja, dann lösch doch. Haben wir eine Heimatzone gemacht? Ne, die löschen das einfach. Dabei ist hier gar keine Heimatzone, oder? Egal. Mister liegt da immer noch. Immer noch nicht verhungert. Also wir haben auf jeden Fall Essen jetzt auf Vorrat. Aber die 200 reichen auch nicht lang. Ja, die essen ja immer so 20 oder so weg. Es wird aber wieder wärmer. Wir haben schon Frühling, perfekt. Und jetzt dringend einen wieder mit Kochen und Feldarbeit. Na gut, aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge sehen, ne? Also bis dann. Ciao!